Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Es ist der 16.05.2019 und ich habe heute ein extrem interessantes, ein extrem hilfreiches und ein extrem lehrreiches Video für euch mitgebracht. Wir switchen gleich zum eigentlichen Video. Wir bleiben nochmal kurz auf CoinMarketCap, um das aktuelle Sentiment ein wenig abzuschätzen. Bitcoin stagniert derzeit bei knapp 8000 Dollar, was auch schon sehr beachtlich ist, dass wir von dem Level nicht mal abprallen. Ethereum hat die Zeit genutzt und ist jetzt mittlerweile schon fast 60 Dollar höher seit dem letzten Video, glaube ich. Liegt vor allem zu 90%, zu 95% am Ethereum Bitcoin Chart. Seht euch den Chart gerne nochmal an, schaut euch mein letztes Video an. Checkt die Korrelation zwischen den Charts ab, um eben herauszufinden, warum es denn möglich ist, dass, wenn Bitcoin seitwärts geht, plötzlich so eine krasse Ethereum Rally entsteht. Und ich würde sagen, das reicht für das Vorwort und wir switchen jetzt zum aktuellen Video. Als erstes möchte ich mich mal bedanken für die positive Resonanz im letzten Video. Ihr könnt gerne auch mehr kommentieren. Ich habe meistens das Problem, dass ich sehr, sehr viele Likes bekomme und im Verhältnis relativ wenig Kommentare. Das suggeriert dem YouTube-Algorithmus, dass meine Zuschauer eventuell Bots sein könnten, was natürlich nicht der Fall ist. Und ich weiß auch, dass ihr echt Zuschauer seid. Aber der Algorithmus weiß es eben nicht und ich würde mich dementsprechend auch freuen, wenn ihr einfach mal ab und zu was kommentiert. Andere YouTuber lösen das mit Giveaways, dass sie ihre Zuschauer zum Kommentieren zwingen. Aber ich denke, wir kriegen das auch so hin, dass ihr ab und zu mal einen Kommentar schreibt, wenn euch was gefällt, wenn euch das nicht gefällt oder einfach irgendwas mal drunter hauen. Twitter, Telegram. Telegram-Link seht ihr im angepinnten Kommentar. Twitter-Account ist hier, auch unten in den Kommentaren verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr in die Gruppe reinkommt und auch auf Twitter folgt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem eigentlichen Video. Wir starten auch direkt los mit dem Chart im Hintergrund. Ihr seht hier die Korrelation zwischen dem Dow Jones und dem Bitcoin. Und in dem Video soll es jetzt konkret darum gehen, zu rekonstruieren, woher denn dieser riesige Bitcoin-Demand, diese riesige Bitcoin-Nachfrage kommt. Ich gehe davon aus, dass diese Nachfrage nicht von uns kleinen Retail-Tradern initiiert wurde. Ich gehe davon aus, dass eine größere Entität, eine größere Institution dahinter steckt. Und ich versuche jetzt schon seit Tagen, Beweise zu sammeln, Spuren zu finden und auch das Ganze umzumünzen und vielleicht hervorzusagen, was in der Zukunft passieren könnte und wann die Wale dann vielleicht ein nächstes Mal zuschlagen. Ganz kurz, was sehen wir hier? Korrelation Dow Jones, Bitcoin. Im April nicht wirklich spannend. Das altgewohnte Bild, Aktien gehen rauf, Bitcoin geht rauf. War in der Vergangenheit auch so. Darauf kommen wir aber gleich zurück. Interessant wird es dann hier. Der erste Dip vom Dow Jones, Bitcoin Rally geht immer weiter, sind dann hier im Bereich 5600 circa gewesen. Hier der 5. Mai. 5. Mai war der Tag, wo Donald Trump angekündigt hat, dass die China-Importzölle von 10% auf 25% steigen werden. Und ab dem Tag hat praktisch die richtig parabolische Welle oder der richtige parabolische Run des Bitcoins begonnen. Das heißt, nicht der erste klare Anhaltspunkt wirklich dieser Chart. Warum dieser Chart auch so interessant ist, wenn wir erst in den nächsten Slides sehen, das will ich noch erstmal ein wenig für mich behalten. Aber Fakt ist, dass der ultimative Run damit begonnen hat, dass Donald Trump getweetet hat, dass die Importzölle in China für die Chinesen steigen werden. Natürlich Korrelation, Kausalität, aber ich habe auf den nächsten Folien noch einiges an mehr an Beweisen gesammelt. Ein Blick in das vergangene Jahr, Bitcoin kein Risk-Off-Asset. Was heißt Risk-Off? Ein Investorensentiment, wo Aktien verkauft werden, der Aktien als risikoreich angesehen werden und auf risikoloser Asset geswitcht wird, wie zum Beispiel Gold. Gold steigt, Yen steigt, Schweizer Franken steigt. Warum schreibe ich Yen hin? Die Korrelation zum Yen wird für uns noch extrem wichtig sein. Yen ist das Risk-Off-Asset schlechthin. Hat viel damit zu tun, dass über den Yen Carry Trades laufen. Wenn ihr wissen wollt, was Carry Trades sind, googelt das am besten nochmal schnell selber, weil das würde jetzt absolut den Rahmen des Videos sprengen. Der Chart im Hintergrund interessiert uns jetzt mehr. Wir sehen wieder die Korrelation vom Bitcoin mit dem DAX in dem Fall, weil ich einfach einen anderen Aktienindex drauf plotten wollte. Und was wir hier sehen, ist, dass Bitcoin ein klassisches Risk-On-Asset im Jahr 2018 war. Wenn die Risikofreude der Aktieninvestoren groß war, hat auch der Bitcoin stark davon profitiert. Wenn die Risikofreudigkeit der Aktieninvestoren switcht oder eben geswitcht hat,
Dann hat auch der Bitcoin geblutet. Das haben wir auch dann hier gesehen. Bitcoin wurde gemeinsam mit Aktien gekauft und wurde zusammen mit Aktien abverkauft. Ganz schlimm war es dann im Dezember. Im Dezember war ja dazu ziemlich der blutigste Monat an der Börse seit X Jahren. Und das war auch der Zeitpunkt, wo wir den kompletten Abverkauf im Kryptomarkt hatten. Das heißt, wir hatten im letzten Jahr eine stark positive Korrelation zwischen Aktien und Bitcoin, da wir uns faktisch fast gleich bewegt haben. Und hier unten noch ein kurzer Screenshot. 24. Dezember, Plunge Protection Team about to strike again. Der 24. Dezember hat dann den Boden im Aktienmarkt markiert und zu dem Zeitpunkt war dann auch der Boden im Kryptomarkt fast zeitgleich erreicht. Ihr seht das hier, 3200 im Dezember erreicht, 24. Dezember, der absolute Boden im Aktienmarkt, was uns jetzt zu unserem nächsten Slide führt. Und hier wird es jetzt sehr farbenfroh. Lasst euch von dem Chart nicht verwirren. Ich bleibe nur sehr kurz hier. Ich wollte euch hier nur kurz den Zusammenhang erklären und Zusammenhang zeigen zwischen den Risk-Off-Beispielen im letzten Jahr. Wir haben hier jetzt eben den angesprochenen Yen. Wir haben hier Gold. Wir haben hier Dow Jones. Wir haben hier Bitcoin. Und das Einzige, was ihr hier einfach sehen wollt, sollt und was ihr euch merken sollt, ist, Bitcoin fällt, Dow Jones fällt. Das heißt, wir haben hier wieder die Korrelation zwischen den beiden Anlageklassen, wo Investoren sowohl Aktien als auch den Bitcoin kaufen. Hingegen steigt Gold extrem stark als Risk-Off-Asset und der Yen steigt auch extrem stark. Das heißt, wir haben hier einen Cashflow Richtung Yen, wir haben einen Cashflow Richtung Gold und aus Bitcoin und aus Aktien wird zeitgleich Geld herausgezogen und dementsprechend hat Bitcoin weiter den Ruf als Risk-On-Asset. Und wir sind jetzt hier das erste Mal im Jahr 2019 und wir sind jetzt auch hier auf diesem Chart, der für mich wirklich sehr interessant ist, da jetzt im April 2019 diese Entkopplung von dem alten Muster erfolgt ist. Das alte Muster war Aktien steigen, Bitcoin steigt, Aktien fallen, Bitcoin fällt. Und hier sehen wir einfach, wie Bitcoin zeitgleich fast ident mit den Risk-Off-Asset-Klassen steigt. Wenn wir die Puzzleteile jetzt ein wenig zusammenfügen, sehen wir jetzt konkret, dass die Nachfrage nach Yen stark gestiegen ist, die Nachfrage nach Schweizer Franken stark gestiegen ist, die Nachfrage nach Bitcoin stark gestiegen ist und all das im Zusammenhang mit dem chinesischen Trade War oder mit dem amerikanisch-chinesischen Trade War und eben fast ident zum Start diesen. Das sind die ersten Spuren, die ich so getrackt habe und auch die ersten Zusammenhänge, die ich ein wenig irgendwie zusammenführen will. Für mich ist die Erkenntnis schon irgendwie bedeutend, einfach aus dem Grund, dass sich die Korrelation so geändert hat. Hätten wir jetzt den Fall gehabt, dass Bitcoin einfach wieder stark fällt, zum Zeitpunkt, wo der Dow Jones stark fällt, dann würde ich einfach sagen, okay, ist jetzt nichts Spezielles, es bleibt einfach so wie immer, Aktien werden verkauft, Bitcoin wird verkauft, Bitcoin gilt nach wie vor als ein sehr risikoreiches Investment, aber wir haben die Entkopplung und gleichzeitig erfolgte das Ganze mit dem Trade War sozusagen als Trigger. Was heißt das für uns? Gibt es eine größere Institution, die Interesse hat, Bitcoin zu kaufen, die vielleicht etwas weiß, was wir nicht wissen, die vielleicht Interesse hat, ihr eigenes Währungsrisiko zu hedgen und davon ausgeht, dass Bitcoin noch viel mehr wert sein wird in Zukunft und dementsprechend eine Absicherung gestattet wird von der eigenen Währung weg. Gleichzeitig steigt der Yen, gleichzeitig steigt das Gold, Frankenstein. Das ist jetzt so die erste Erkenntnis. Das dürfen wir jetzt nicht zu sehr überinterpretieren, aber es ist auf alle Fälle ein Punkt, der im Auge behalten werden muss. Und was ich jetzt noch kurz gemacht habe, ist ein wenig die Zeitzonen auf dem Bitcoin-Chart zu tracken, wo wir dann wirklich signifikante Bewegungen haben, um hier auch ein paar Spuren zu erkennen. Ich wollte hier 5 Uhr London schreiben, verzeiht mir das nicht, 5 Uhr Berlin, aber tut auch nichts zur Sache. Was ich hier interessant finde, beim größten Pump im Jahr 2019 war sowohl New York nicht im Markt, als auch Berlin, beziehungsweise London, sorry, nicht im Markt. London so als Finanzhauptstadt von Europa, New York als Finanzhauptstadt der Welt. Sowohl um 0 Uhr New York kauft keine Institution irgendwas auf irgendeinem Markt ein. 5 Uhr London Zeit ist auch keine Zeit, wo irgendwelche großen Trading Desks geöffnet sind. Es ist meistens so gegen 7, 8 Uhr London und 7, 8 Uhr New York. Aber wer war wach zu diesem Zeitpunkt? Die Asiaten. Auch eine gewisse Spur, die für mich nach Asien führt. Der nächste Chart hier.
hier wieder das gleiche Muster. Bei diesem großen Anstieg oder bei diesen großen Volatilitätszeiten waren wir wieder im asiatischen Zeitfenster, New York relativ spät, aber noch erträglich, London mitten in der Nacht. Und konkret hier dieser große Einstieg oder dieser große Abfall nach unten, diese große Volatilität. Seoul gerade aufgewacht, New York im Markt, London eher schon wieder nicht mehr im Markt, aber dennoch mixt sich irgendwie wieder mit meiner Tendenz, dass diese Nachfrage aus China kommt, weil einfach, ihr könnt selber gerne mal schauen, fast immer bei der größten Volatilität die Asiaten irgendwo im Spiel sind. Wir sind jetzt hier wieder beim nächsten Chart, wollte ich hier noch mal kurz aufzeigen. Dieser Bereich, dieser 6000er Bereich, war einfach die Barriere der Retail-Trader. Jeder hat davon geredet, diese 6000 Resistance zu shorten, diese 6000 Resistance zu verkaufen, an dieser Resistance vom Markt auszusteigen. Das heißt, wir können uns sicher sein, dass an dieser Resistance Tausende von Bitcoins verkauft wurden von Retail-Tradern. Und zu unserer aller Überraschung hat es den Kurs nicht interessiert. Das heißt, es gab hier wieder eine Institution, die mehr Bitcoin aufgekauft hat, als wir kleine Trader hier verkauft haben, die sich gesagt haben, okay, wir pushen den Markt jetzt exakt in diesem Bereich, wo die ganzen kleinen Fische ihre Bitcoin verkaufen und wo wir ihre ganzen Verkaufsorder akkumulieren können. Hier noch als Beispielbild, das war der CNBC Trade, die haben eben auch 6200 verkauft und der Wal hat wahrscheinlich auch ihre Verkaufsorder aufgekauft. 2017, kurz der Vergleich zwischen 2017 und 2019. 2017 hatten wir natürlich auch diesen parabolischen Run und diese schnellen Pumps, die wir jetzt so ziemlich ähnlich sehen, wo einfach nichts abverkauft wird, beziehungsweise die Abverkäufe schnell aufgekauft werden. Der riesige Unterschied, 2017 haben wir das All-Time High gebrochen und waren von dort einfach parabolisch. 2019 kamen wir aus einem Ultra-Bärenmarkt, wo der Preis einfach von 20.000 Dollar auf 3.000 Dollar gefallen ist. Das ist nicht der Zeitpunkt, wo Retail-Trader in den Markt gehen und für den großen Umschwung sorgen. Die Masse kommt erst wieder, wenn wir die 10.000 brechen und wenn nicht sogar die 20.000. Das würde mich gar nicht wundern, dass das richtige Sentiment wirklich erst wieder kommt, wenn das All-Time-High gebrochen worden ist, weil bei 10.000 vielleicht auch jeder noch sagt, der war ja mal auf 20.000, der wird da eh nicht mehr hochgehen. Kurze Aussage dahinter, 2017 neue All-Time-Highs, 2019 die großen Pumps aus dem Bärenmarkt heraus. Grundaussage dahinter wieder, die Nachfrage muss von größerer Stelle kommen, so wie ich das jetzt hier interpretiere. Hier noch der Chart, die Altcoin-Dominanz seit dem Bitcoin-Run, für mich auch ein Indiz. Egal, wer die Rallye gekauft hat, er hatte kein Interesse oder die paar Whales oder die Institutionen hatten kein Interesse, die Altcoins mitzupushen. Das heißt, die große Nachfrage nach Bitcoin war da, aber die Nachfrage nach Altcoins nicht. Altcoins sind auch im Regelfall ein Instrument, was logischerweise von der Retail-Seite, also von den Privattradern, sehr, sehr viel getradet wird und sehr, sehr viel Altcoins auch eher auf der Retail-Seite gehandelt werden. Das sieht man einfach am Volumen von den meisten Altcoins. Es wäre gar nicht möglich, für größere Player momentan die Liquidität zu haben, um eben in den Altcoin-Markt aufzusteigen. Also einfach für mich nochmal dieser Chart, so ein kleiner Faktor für die Confluence, dass die Nachfrage von größeren Stellen ausgeht. Und hier jetzt eben zum Abschluss nochmal so drei fundamentale Nachrichten, die meiner Meinung nach alle mit dem großen Demand, mit der großen Nachfrage was zu tun haben. Punkt 1, Bakkt, will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, wurde eh schon ins Unermessliche gehypt. Punkt 2, Fidelity ist für mich immer noch die größte Nachricht, die wir im letzten Jahr erhalten haben. Das war Ende des letzten Jahres, das hat mich extrem gehypt. Einfach aus dem Grund, wenn sich eine Institution wie Fidelity zu Bitcoin bekennt und öffentlich zu Bitcoin als Vermögensklasse bekennt, dann machen die das nicht ohne Grund. Die würden sich zu Tode blamieren, wenn Bitcoin auf Null gehen würde. Und dementsprechend treffen die alle Vorkehrungen und alle Maßnahmen, die sie haben, dass das Szenario nicht passieren wird. Also Fidelity ist wirklich so ein Faktor, wo ich auch irgendwie dazu tendiere, dass viel Nachfrage von der Fidelity-Seite ausgeht. Ja? Und zu guter Letzt haben wir jetzt im Video besprochen, Trade Deal China bezogen, wo ich auch
sehr, sehr, sehr davon überzeugt bin, dass es asiatische Wale, chinesische Wale, eventuell sogar regierungstechnisch, wobei ich das noch weniger glaube, gibt, die einfach extrem viel Bitcoins aufkaufen, die die ganzen Verkaufsorder von uns kleinen Fischen aufkaufen und die sich eben ein Riesenportfolio an Bitcoin bauen. Warum das Ganze jetzt so passiert ist und wie das jetzt weitergehen wird mit den Korrelationen, kann ich erst im weiteren Verlauf tracken, aber ich bin einfach davon überzeugt, dass irgendwas passieren wird, von dem größere Institutionen wissen und wo wir eben noch nicht Bescheid wissen. Deswegen wollte ich in dem Video einfach mal so das erste Video in diese Richtung starten und einfach weitergehend versuchen zu tracken, was denn wirklich abgeht. Ich denke, das wird viel zu wenig beleuchtet in den meisten Kanälen oder in den meisten Channels. Da einfach immer nur, ja, Pump, ja, super, all in, bald geht es wieder auf über 20.000. Das ist eigentlich so der generelle Konsens, aber niemand fragt sich eigentlich, woher denn diese große Nachfrage kommt. Und das ist das, was mich total am meisten beschäftigt, weil ich einfach wissen will, was zu dem Markt abgeht. Das war jetzt nur ein kleines Einstiegsvideo zu dem ganzen Thema. Es werden mehr Videos kommen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir ein Like gebt, Kommentare gebt und mir einfach mal eure Meinung zu den Korrelationen sagt, zu dem Aufkommen sagt, zu der Nachfrage sagt, was ihr für Meinungen habt, warum die Nachfrage so groß ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Chris.